Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Ja, in diesem Video schauen wir uns das erste Mal das Spiel Tekken 8 an, und zwar die Demo. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Tekken nicht so oft gespielt, also ich bin da wirklich ein Noob, also ich weiß, wie man dort schlägt und sowas und einen Wurf macht, aber wie gesagt, so gut wie Mortal Kombat kann ich das Spiel nicht spielen. Nee, wir waren hier, glaube ich, falsch. Wir wollen spielen gegen Computer. Links. Ja, in der Demo haben wir erstmal nur 4 Charaktere. Das Spiel kommt diesen Freitag raus. Auf jeden Fall werde ich es mir holen. Ja, wir spielen mit Jin. Gegen Kazuya. Ja, aussehen tut es ziemlich gut, finde ich. Das ist auch mit der Unreal Engine gemacht, wie Mortal Kombat 1 mit der Unreal Engine 5. Darum sieht es auch ziemlich gut aus. Kombos habe ich keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach blind los und versuchen irgendwas zu machen. Ich werde wahrscheinlich, bevor wir natürlich dann später Online-Matches machen, muss ich natürlich üben. Boah, cool. Der Start sah ja auf jeden Fall cool aus. Wow. Okay. 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 Ruhig. Okay. Es gibt hier auch so einen Rage-Modus. Mal gucken, ob wir... Ja, okay. Okay. Ein Wurf. Aha. Okay. Das ist ja interessant. Also das ist so ein Combo, da muss man Dreieck und Vier gleichzeitig gedrückt haben. Na komm. Okay. Jawohl. Ja, also das Jonglieren ist hier ein bisschen wow, geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Oh, cool. Das machen wir auch. Bam. Boah. Ja. Also, falls ihr es nicht wisst, Tekken ist wohl das schwerste Kampfspiel auf dem Markt. Also schwieriger als Tekken gibt es, glaube ich, nicht. Weil es als erstes ist natürlich, ist ja nicht 2D, sondern 3D. Es können Schläge von der Seite kommen. Nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite. Es können Schläge von hinten kommen. Du hast viel, viel mehr Kombos als zum Beispiel bei Mortal Kombat 1 für einen Charakter. Cool. Schauen wir mal kurz nach auf die Kombo-Liste. Okay, bei Heat. Angriff zum Start einer Combo. Zweimal nach vorne. Aha. Okay. Den Gegner, okay. Alle Techniken. Heat-Angriff, ja. Das ist ganz neu zum Beispiel. Range-Angriff nach unten. Dann diese zwei Knöpfe. Normaler Angriff. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Okay. Gucken wir mal. Oh, das ist cool. Ich blocke noch wie bei Mortal Kombat mit der Taste, mit R2. Ja. Ja. Okay. Ja, das muss ich mir auch abgewöhnen, weil bei Tekken 8 blockst du nach hinten. Wenn du nach hinten gehst, kommt da der Block. Oh, hat er einen Wurf gemacht. Nee, ich hab gebrochen.
Okay. Jawohl. Oh. Nee. Nee. Na? Jawohl. Haben wir ihn cool in der Ecke mit dem. Haben wir ihn halt cool jongliert. Okay. Wow, das ist ein cooler Trip. Okay, ganz ruhig. Wow, okay. Okay. Wow, ruhig. Hm, verdammt. Ich hab keine Ahnung, also ich drück momentan ein bisschen nur einfach nur Knöpfe, weil es ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, das Spiel, aber auf jeden Fall, also es macht Spaß. Aber jetzt mit der Demo, es kommt hier, es gibt hier sogar dann Story-Modus, da bin ich mir interessant. Ich weiß, ich glaube im letzten Teil ist Heihachi, der Vater von Kazuya und der Opa, gestorben. Bum, bum, bum. Cool. Cool, cool, cool. Okay. Interessant, wie das funktioniert. Okay, was war das? Na? Komm. Na, ja, komm. Okay. Auf jeden Fall, ja. 32 Charaktere, das ist schon mal cool. Nein. Ich will mal gucken. Dieser Spezialmove, wo er sich so dreht. Das wäre wirklich interessant zu sehen. Normale Angriffe, okay. Bum, bum, bum. Oh mein Gott, das ist, so muss man erstmal auswendig lernen. Okay. Vorne, bum, bum. Bum, bum. Ja. Ja, ihr seht, wie viel hier, wie viel es Angriffe gibt. Ich glaube, über 100 Kombinationen. Ach du meine Güte. Das sieht ja sehr interessant aus. Spezialangriffe hier. Okay. Ehrlich? Einfach mal drei Knöpfe? Hockende Techniken. Angriffe bei Breakings Tab. Keine Ahnung, was ist. Leider gibt es auch in der Demo keinen Trainingsmodus. Ich hoffe, das wird dann bei der Vollvision gut erklärt. Bum, 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 bum. Würfe, ja. Okay, probieren wir mal. Nein. Das ist ein Wurf. Wow. Okay, das ist nach vorne Kreuzkreis. Na? Wie kann ich das kombinieren? Warte, ganz ruhig. Nein.
Okay, kann ich. Ist ein Doppel. Ja, Doppel-Low. Das ist ein. Hier, Kreuzkreis. Nee, wollte ich nicht. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ja, vielleicht gucken wir uns Kazuya jetzt an, wie er sich spielt. Und dann würde ich auch sagen, machen wir Schluss. Charakter wählen, okay. Ja, machen wir so ein Match. Wir gucken uns gleich auch eine andere Arena an. Ja, wir hatten diese Stadtarena. Ja, machen wir Wald. Yakushima. Okay, heißt der Level. Ich hoffe, es werden auch andere Starts da sein. Aha. Interessant. Okay, ist das? Aha, okay. Hä? Okay. Nein. Oh, das ist cool. Das ist ein cooler Trick. Boom, boom. Ja. Wow, geil. Okay. Soweit ich mich erinnere, gibt es kein Zoning bei dem Spiel. Also es gibt keine Projektile. Okay. 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 Ganz ruhig. Freund. Na? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich auch nicht kombinieren. Okay. Ja. Auf jeden Fall, hier musst du das wirklich auswendig lernen. Ganz viel Übung. Und natürlich als erstes bei einem Kampfspiel musst du dir deinen Main-Character auswählen. Momentan haben wir ja nur vier, ich weiß nicht. Also ich. Okay. 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 Nicht übel. Ich weiß nicht, wie er diesen, wo er sich so dreht, ne? Also dieses Drehen, wie es geht. Pum, pum. Pum, pum. Einfach mal. 4, 3, Kreis, Kreuz. Gucken wir mal an. Boah, das sieht cool aus. So ein leichtes Combo, so ein leichter Combo. Also ja, die Combos sind hier jetzt nicht so wirklich schwer. Ich weiß noch nicht, wie man jongliert. Also man kann hier auch jonglieren, wie bei Mortal Kombat. Momentan bin ich da noch nicht beim Jonglieren. Erstmal auswendig, alle Combos auswendig lernen. Glorious Demon God Fist. Okay, gucken wir mal. Also, war das im Lauf? Okay. Ja, komm. Steh auf.
Wahnsinn. Wahnsinn, ja, krass. Das hat gleich meinen Rage gemacht, ne? So dieses neue Modus. Okay. Okay. Ja. Ja, also das finde ich ziemlich cool. Das erste Mal finde ich ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es rauskommt. Da werden wir auf jeden Fall die Story spielen. Und ein paar Matches natürlich Arcade, um dann die Endsequenzen von den Charakteren zu gucken. Und wenn ich finde, dass ich auf einem guten Level bin, um mich online reinzutrauen, dann ja. Ich habe auch ganz viel gelesen, dass die Community von Tekken sehr, sehr freundlich ist. Also wir werden schauen. Du hast zum Beispiel hier nicht wie bei Mortal Kombat. Dass du einen gewinnst, dann kommt da dieser Bildschirm mit Finishem, hast du hier nicht. Du kannst ja kein Teabagging machen und so, ne? Du hast keine Brutalities, Fatalities, wo du deinen Gegner halt erniedrigst. Also, ja, mal schauen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran, abonniert den Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video.